Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Der alte Mann macht sich ins Höschen. Nachdem wir das letzte Mal Papa Baker umgenietet haben, werden wir uns heute mal ein Psychotonikum gönnen und nochmal den Keller absuchen, habe ich mir gedacht. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Zeug wirkt und wie es wirkt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht vielleicht irgendwas übersehen haben. Nein, hier ist mal nix. Zum Beispiel den Werkstattschlüssel. Ich hätte angenommen, das kann aber auch... Wer hat die Palette hier wieder aufgestellt? Das kann aber natürlich auch ein totaler Irrglaube sein, dass wir den Werkstattschlüssel hier irgendwo kriegen. Gut, ich habe auch angenommen, dass wir den Schlangenschlüssel hier irgendwo kriegen und auch das war nicht der Fall. Am ehesten hätte ich vermutet, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Mit dem Lärm und all dem Zeug. Hier ist nichts mehr. Nein. Aber Fati, bist du's? Okay, ich sehe aber so gar nichts. Ich meine, das Zeug hat am Anfang gewirkt, ja. Das haben wir auch irgendwie akustisch mitgeteilt bekommen. Ah, da unten könnte was sein. Habe ich hier... Genau, das Schießpulver habe ich nicht mitgenommen. Siehste, Püppchen. War schon gut, dass wir hier lang gegangen sind. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Aber das heißt, es wirkt. Und ich krieg die Sachen angezeigt. Ah, Auge brennt. Sorry. Du bist noch hier, oder? Ja. Aber ansonsten, ich kann auch damit nicht auf ihn zielen. Das macht mir Angst. Aber ansonsten ist hier eigentlich genau gar nichts mehr. Kann ich hier runterspringen? Nein, oder? Nee. Warum sollte ich auch? Passt. Das heißt, Papa Baker ist tot und wir können in den... Das war ja ein gruseliges Geräusch. Mir geht's nicht sonderlich gut im Moment, oder? Naja, besser. Ethan pfeift sich noch ein paar Drogis rein. Und dann geht's wieder ab. Waffen sind durchgeladen. Das heißt, wir können jetzt mal in den... Ah, wie hat der Raum geheißen? Ah, der... Na? Der Hobbyraum? Nein. Freizeitraum. Ja, fast. Hoppla, hier wollte ich nicht hin. Wir werden aber hier nochmal speichern. Ah, okay. Das heißt, wir können wieder von oben anfangen. Jo. Brauchen wir noch irgendwas aus der Kiste? Oder können wir noch irgendwas in der Kiste lassen? Schießpulver würde ich gern mitnehmen. Kann ich eigentlich... Nee, Schrotpatronen kann ich nicht herstellen. Da haben wir noch 7. Insofern würde ich jetzt wieder auf die... Oma! Böse Oma! Böse Oma! Das tut man nicht. Nein, 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 nein. Zur Strafe lasse ich dich jetzt allein sitzen. Böse Oma. Aber... Ich hasse diese Frage.
Frau. Oh nein, das werde ich mir schön. Bitte was? More on the way. Das stand, glaube ich, vorhin noch nicht da. Mama war ja draußen. Da haben wir noch ein Schlangenzimmer. Ich meine, ich glaube ja jetzt, dass Papa Baker wirklich tot ist. Das können wir uns hier mal halt umsehen. Oh, Kraut nehme ich mit. Ohne ständig auf der Flucht zu sein. Okay, nix. Badezimmer. Hier waren wir schon, oder? Doch. Die Lade ist offen. Hier waren wir schon. Ja, ein ekelhaftes Geräusch. Ich schleich trotzdem so weiter. Ich trau dem Braten nicht, auch wenn Papa Baker jetzt wirklich tot wäre. Ja, das haben wir auch schon geholt. Bin ich mir nicht sicher, wo Mama Baker gerade herumschlawenzelt. Margaret, das hatten wir schon. Eine antike Münze, dafür hatten wir früher keine Zeit. Eine hübsche Statue. Oh, der fehlt der Kopf. Runde Poolbillard. Mhm. Das hatten wir schon, das war der Brief vom Arzt. Hier war nix. Ich konnte mich halt nicht in Ruhe umsehen, da Papa Baker ja ich habe nur eine Chemikalie. Ja. Ich würde diesen hier machen. Danke. Das ist der Teppich, Gott sei Dank. Okay. Wessen Zähne das auch immer sind, den wollten wir noch. Ich bin es leid, die ganze Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteck die Hundskopfreliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Statue im Wohnzimmer haben wir. Das Buch im Freizeitraum haben wir. Der Zerlegungsraum im Keller haben wir. Okay. Das heißt für mich, ich brauche jetzt im Moment keine Angst vor Mama Baker zu haben. Denn die wird uns erwarten, sobald wir einen Fuß vor die Haustür setzen. Schisspulver. Genau, hier ist er. Den konnten wir schon einmal nicht mitnehmen. Wisst ihr was? Wir brauchen zwei Platz. Einmal diesen, einmal diesen. Okay, Munition haben wir genug. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze wie folgt. Wir gehen jetzt mal nach unten in den Safe Room. Da war nur der... Ja, da war nur der Helm, okay. Oma? Oma? Okay, niemand hier. Wir gehen jetzt nach unten in den Safe Room, machen unser Inventar ein bisschen leer, so dass wir zumindest
hier ist es ruhig, dass wir zumindest das Videoband mitnehmen können und den Hundekopf. Und dann werden wir uns das Videoband auch gleich mal reinziehen. Munition haben wir jetzt im Moment genug. Von dem her würde ich das Schießpulver hier lassen. Ja, wir haben 39 Schuss. Danke schön. Den haben wir schon ausgeräumt, oder? Ja. Ich guck nur hier nochmal, ob ich nicht irgendwo was übersehen habe. Aha. Okay, hier brauchen wir einen Dietrich. Wird aber auf der Karte jetzt nicht markiert, oder? Doch. Doch. Im Waschraum, da ist die Kiste, da ist der Schlüssel so. In der Garage haben wir soweit nichts entdeckt. Okay. Noch immer das Pistolenmagazin. Mich würde auch interessieren, wo... fliegen. Wo Frankenstein Junior hin ist. Ja. Yep. Evelyn. Okay. Interessant. Die Chefin heißt ja Margaret. Okay. Nee. Ich gehe trotzdem zuerst drauf. Even stöhn nicht rum. Und wir geben uns mal das Videoband, nachdem wir den Hundekopf eingesammelt haben. Danke. Was war denn das? Kann ich den irgendwie... fehlt ein Ohr. Aber ich kann trotzdem nichts damit machen. Das heißt... Dankeschön. Und... Mia. Okay. Dann... Action. Mia, Ethan, please watch this. Ja, tun wir. Mia Winters Old House. Okay, wer hat die... Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Oh. Sorry, Auftritt, alter Mann. Dürfen uns nicht erwischen lassen. Hier geht's nirgends weiter. Das heißt, ich würde mal hier reingehen. Oh. Na komm, Mia. Ernsthaft? Hier drüben, Mami. Nein. Ich krieg grad Gänsehaut.
Nee. Ja, okay. Evelyn? Ernsthaft? Ja, ernsthaft, danke. Ich hab die Schnauze voll. Die Schnauze voll von deinem Mist. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Schnauze mir. Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Nix wie weg. Schnell. Das war. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushecken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Ist die alte Schabracke. Hau ab, Madame. Geh doch. Fuck. Nein, nein, komm nicht hierher. Geh rüber, geh rüber, geh rüber, geh rüber. Das sein soll? Keine Angst, ich habe schon gesehen, dass das Ding da drin ist. Ich wollte nur kurz gucken. Eine Spinne. Okay. So. Ja, was ging ja flott. Geh schon auf, du Tür. So, und jetzt schön heimlich, still und leise. Weiter, Mia, weiter. Okay, zurückschauen kann ich nicht. Hier seitlich raus auch nicht. Wie sie das Ganze aufnimmt, sei mal dahingestellt. Langer Schleichgang. Okay, hier war doch die Kleine vorhin. Ich bleib trotzdem vorsichtig.
wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Oh Gott, ernsthaft? Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ja, Mama. Wie kommt die Frau hier rüber? Hexe! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du passt verdammt noch mal nicht auf! Denkst du, die kleine Evi wird sich deine Scheiße ewig gefallen lassen, Miststück? Hau ab! Mama, ich bin es leid, deine Spielchen zu spielen. Hörst du mich? Mhm. Ich höre dich. Und jetzt. Abflug, alte Frau. Oh, ernsthaft? Okay. Dann gehe ich. Oh shit. No risk, no fun. Nein! Versuch nicht deinen Teil der Schuld zu entkommen. Kein Weg raus, Fräulein. Ja. Schon wieder durch den Matsch. Ich liebe es. Sieht wieder Teil von etwas aus. Na toll. Wer hat hier die ganzen Kerzen angezündet? Ist das Mia? Fuck. Wow. Wo denkst du, dass du hingehst? Das habe ich vor, wenn du mir nicht gerade ein Messer in die Hand jagst. Versteckspiel, Errungenschaft freigeschalten. Gut, ich... Was haben sie dir angetan, Mia? Das frage ich mich auch. Ich gehe mal ein paar Schritte vom Fernseher weg. Ja genau, dass es nicht so rauscht. Und mache mich wieder auf den Weg zum Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir setzen hier wieder den... berühmten Schnitt. Jemand da? Nein, passt. Ich gehe schnell speichern, mein Inventar aussortieren und wir sehen uns das nächste Mal da vorne. Wenn es wieder heißt, der alte Mann macht sich ins Höschen, wir spielen Resi 7. Bis dann, macht's gut.